Zwei Tage vor dem Spiel gegen Paris nimmt sich Manu Zeit für die Zeus-Reporter. Wie haben Sie sich nach dem Spiel gegen Frankreich mit der U21 gefühlt? Ja, wir waren natürlich froh, dass wir weitergekommen sind und uns qualifiziert haben für die Europameisterschaft. Und wir waren alle glücklich und zufrieden und haben dann in der Kabine, wurde es halt noch ein bisschen lauter und wir haben uns alle gegenseitig gratuliert, dass wir das gepackt haben und sind natürlich froh, dass wir eingezogen sind in die besten 8 Europas. Ja, was haben Sie denn in der Kabine gemacht, dass es so laut wurde? Ja, wir haben Anfeuerungsrufe gesungen und haben ein paar Faxen gemacht, aber da bleibt er in der Kabine, wie immer. Aber zum Training muss Manu raus aus der Kabine. Wie bereitet ihr euch auf einen ausländischen Gegner wie Paris vor? Ja, also wir werden vom Spiel immer eingewiesen von unserem Trainer auf die Stärken und Schwächen der Mannschaft. Und wir gucken dann auch, so eine Videoanalyse wird vorbereitet und wir gucken uns dann Videos an und dann werden halt so Dinge wie Standardsituationen und irgendwelche Fähigkeiten über Spieler und so werden dann halt noch besprochen und dann wissen wir dann halt, was los ist. Aber man weiß nicht, was in den 90 Spielminuten passieren wird. Wie fühlst du dich, vor 60.000 Zuschauern zu spielen? Ja, also da, wo ich angefangen habe, in der Arena zu spielen, da war es schon was super Besonderes und ich war richtig nervös gewesen, aber jetzt mit der Zeit gewöhnt man sich langsam daran, aber es ist immer was Besonderes, vor unseren 60.000 zu spielen und ich bin froh eigentlich, dass so viele Zuschauer bei uns reinpassen und dass so viele Blau-Weiße auch immer hinter uns stehen und wir haben ja fast jedes Spiel ausverkauft und deshalb ist es schon was Besonderes auch für Deutschland und Europa. Zum Schluss wurde noch ein Gruppenfoto mit Manu und Ivan geschossen.